Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Vlog. Ich habe mir gedacht, ich nehme euch mal wieder durch den Tag so ein bisschen mit. Und ihr seht, wir sind zusammen im Badezimmer. Ich habe vorhin geduscht, Haare gewaschen und jetzt muss ich meine Haare föhnen, weil die sind schon leicht angetrocknet. Und wenn ich das so lasse, dann habe ich so Löwenhaare. Ich meine, so eine extrem explosive Frisur. Ja, ich bin schon ein bisschen müde, obwohl es schon fast 10 Uhr ist. Wir waren gestern so lange wach, wir haben noch irgendeine Serie geguckt oder irgendein Fernsehen. Das haben wir da geguckt mit Papa und mit Patrick und ja. Gut, aber jetzt erstmal Haare föhnen und let's go. So. Haare sind jetzt fertig und jetzt werde ich mir so ein bisschen schminken, also wirklich so ganz wenig. Also nur für den Tag so ein bisschen die Augenringe wegmalen. Wimpern habe ich ja gestern übrigens wieder ein bisschen aufgefüllt, denn morgen ist ein wichtiger Tag. Das wisst ihr ja gar nicht, woher auch, außer ihr folgt mir auf Instagram. Wie ihr vielleicht wisst, mache ich ja Joggen und wir haben morgen so ein Event für Vertriebspartner. Also Leute, die gerade gestartet sind oder schon dabei, länger dabei sind, aber sich so ein bisschen, ja, wie so eine Motivation holen. Das ist perfekt zum Praxis Day. Ich habe euch mal mitgenommen, wo ich auf einem Praxis Day war und diese Energie dort, oh mein Gott, das ist so cool. Und das Coolste dran ist, ich bin Vortragender. Oh mein Gott, ich darf dort sprechen vor vielen Menschen, die vielleicht gerade eben ins Business eingestiegen sind. Und das ist so cool. Das ist so, ach, das ist eine Ehre für mich und ich freue mich so sehr darüber. Natürlich ist es auch zeitaufwendig, sich das, also diese Präsentation vorzubereiten und so. Und das ist ja natürlich, muss man selber machen. Aber trotzdem ist es auf jeden Fall mega cool und es macht super viel Spaß. Ich gehe nämlich heute mit dem Papa auch essen und ja, irgendwie schon so komisch aus, oder? Mal gucken. Ja, es geht ja. Das Licht vielleicht so ein bisschen komisch. Ja, gut, fertig hier im Badezimmer. Ich habe euch jetzt mitgenommen in die Waschküche, denn wir haben immer 3000 Tonnen Wäsche und jetzt hat sich der Korb, ich zeige ihn euch nicht, der ist so voll. Der ist nicht nur voll, sondern der hat sogar noch ein Häufchen drüber. Kennt ihr das? Das ist bei uns so Standard. Bei uns. Wir waschen so oft Wäsche und trotzdem schaffen wir es, einen Überschuss an Wäsche zu haben. An Schmutzwäsche oder saubere Wäsche. Ja. Machen wir den Trockner leer, weil das hätte ich auch nachher machen können. Sinn. Sinnfrei, Diana, okay. Oh mein Gott! Ihr wollt das nicht sehen, oder? Was ich jetzt gemacht habe. Wenn der Papa, wenn der Papa das sieht, dann denkt sie so, Junge, 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 oh mein Gott, wie kann das passieren? Ja, mir halt. Ich zeige euch mal, was ich gemacht habe. Also, dieses volle Ding hier hat sich genau hier ausgeleert. Sophie ist auch hier, chillt hier. Und alles ist jetzt blau. I like that, I like that. Bitte, bitte, wie, ja. Ja. Oh Gott, ich krieg die Krise. Jetzt fühle ich aber mal nochmal nach und mach die Waschmaschine an. Bitte, wieso? Wieso? Ah, Mann. Vielleicht unten hingeben. Und ich wische das noch weg hier. Ich mach's einfach mit einem T-Shirt. Ha, gute Idee. Ich mach's mit einem schmutzigen T-Shirt sauber und schmeiß es da rein. Perfekt. Genie. Ist eh mein T-Shirt. So trocken dazu. Ja, so wie das soll ich tun. Du musst auch hier chillen. Fertig mit Wäsche waschen. Jetzt bin ich zum Papa ins Büro gegangen. Der schneidet mal heute ein Video. Also, wann habt ihr mich letztes Mal am Schreibtisch gesehen? Ich habe schon länger nicht mehr gevloggt. Also so. Ja. Außer beim Geburt. Philipp ruft mich. Halt mal kurz, ja. Kannst du mal weiter vloggen? Ja, ihr seid jetzt kurz bei mir. Ja. Schaut aus wie ein Pilothaus. Ja, wir haben schon lange nicht mehr gevloggt. Ich habe auch schon lange nicht mehr Video geschnitten. Es kommt irgendwie schon so vor, dass ich Anfänger werde. Ja, also ich bin aus der Übung raus, aber ich komme dann wieder schnell rein. Hey, die Mama ist schon wieder da. Schau. Wisst ihr, was ich habe? Die Rotbart. Okay. Heute kommt ein Video online. Ja, aber das die Leute haben das ja schon, wenn sie das Video sehen, ist das ja schon Geschichte. Genau. Ja, unser Büro schaut eigentlich schon besser aus. Hat schon mal schlimmer ausgeschaut. Ja, ja, stimmt. Ich habe einiges weggeräumt. Also, das sind Sachen, die...
Ein paar Sachen habe ich noch da, denn wir verwenden das Büro nicht nur als Büro, sondern auch als Lager. Nicht wir. Excuse me, sondern ja. Du. Was ist das hier? Ja, mein Roll-Up. Wir verwenden das auch als Lager. Ja, auf jeden Fall schaut es hier so aus, bisschen reptisch und so. Das ist chaotisch. Bei mir ist es ein bisschen besser, wobei wir müssen mal hier aufräumen. Ein Planer, schaut mal, wie schön, ich habe einen neuen Planer. Von Mont Blanc. Schön, oder? So schön. Habe ich auf jeden Fall von meiner Sponsorin bei Jogen bekommen und ich zeige euch was. Ich habe auch für meinen Teampartner Mont Blanc Notizbücher. Da drinnen ist genau dasselbe. In Blau für die Selina, das werde ich ihr heute geben. Da nehme ich euch heute mit. Wir nehmen in die Kamera mit, wenn wir Abendessen gehen, oder? Also heute gehen wir raus. Ja. Papa ist schon voll verplant. Wir gehen heute nämlich Abendessen mit dem Stone Club von Jogen und der Papa kommt heute mit. Und hier habe ich noch eins. Aber ich finde das sehr schön verpackt. Genau, das muss ich noch zumachen. Hier ist noch eins drinnen für meine andere Teampartnerin in Oberösterreich. Sie kommt auch? Nein, aber ich. Sie wird ja jetzt Amethyst und ich habe mir gedacht, ich mache so einen Überraschungsbesuch. Überraschung nicht, vielleicht. Vielleicht schauen wir mal, vielleicht sage ich sie Bescheid, damit sie weiß. Vielleicht hassen Leute Überraschungen. Ding, ding! Ja, Stichwort. Auf jeden Fall, für sie habe ich auch ein Geschenk. Ja, jetzt bin ich beim Papa im Büro. Der Papa schneidet Video und ich muss ein bisschen was arbeiten, während die Kinder noch ruhig beschäftigt sind. Die sind jetzt gerade nach dem Mittagessen im Chill-Modus und spielen im Wohnzimmer, dies, das. Und wir können ein bisschen arbeiten. So, der Papa geht jetzt ein bisschen raus mit den Kleinen. Wie ist meine Grinse? Oh, einschlagen? Ich kann jetzt. Will ich mich einschlagen? Wo? Also du magst drücken. Das ist, wen muss ich dazu haben? Ich habe noch Patschen. Der Papa hat so Jacke, Schal und Mütze. Wow, Luisa, deine neue Jacke schaut richtig cool aus. Die hat gestern eine neue Jacke. Nice! Ja, voll cool. Ah, ja, so was sagt man nicht, das schaut so schön aus. Du bist ja so wählerisch. Und Lara, findest du? Wir haben gemeinsam gut ausgesehen. Du hast letztes Jahr auch genau dieselbe Farbe gehabt. Tschüss. Bye, bye. Einer kommt, die anderen gehen. Bye, bye, wie, wie. Bis bald. Tschüss. Bye, bye. So, meine Lieben, und während der Papa jetzt mit den Kleinen draußen ist, habe ich HelloFresh wieder für uns aktiviert. Ich habe hier die App offen. Ich werde euch auch hier ein bisschen mitnehmen und was dazu zeigen. Denn, momentan haben wir echt viel zu tun und arbeiten sehr, sehr viel. Wir haben auch die letzten Wochenenden immer irgendein Event gehabt. Irgendwie Luisas Geburtstag oder irgendwas anderes. Irgendein Event, arbeitstechnisch. Und deswegen war keine Zeit, um richtig gut einzukaufen. Wir waren einfach immer total unter Strom. Und dementsprechend haben wir uns auch schlecht ernährt. Also wir haben viel auswärts gegessen. Geht natürlich auch ins Geld. Deswegen haben wir gesagt, nee, jetzt komm, jetzt machen wir wieder HelloFresh, denn dadurch können wir abwechslungsreich uns ernähren, gesund ernähren und trotzdem ja, spart uns das an Zeit, weil wir nicht einkaufen müssen. Für die Leute, die HelloFresh eventuell noch nicht kennen, ich kann es euch wirklich ans Herz legen, denn HelloFresh ist einfach eine Box mit Lebensmitteln, die zusammen schon zusammengestellt ist zu einem Rezept mit Rezeptkarten. Also ihr müsst einfach nur ablesen und das nachkochen. Mega easy. Und ihr müsst euch gar keine Gedanken drum machen, was koche ich und ihr könnt euch wirklich dadurch abwechslungsreich und sehr gesund ernähren. Das Ganze könnt ihr, wie wir zum Beispiel, ich zeige euch mal unsere Box, die wir für nächste Woche bestellt haben. Ich zeige euch mal mein Menü. Da ist mal die Box mit Burrito Bowl, mit Chorizo, Bifteki, griechische Hackbällchen. Wie ihr seht, überall ist was, alle Farben sind vertreten. Also Fleisch, Kartoffeln, Beilage und auch ein Salat oder Babyspinatspätzlepfanne. Das sind auch so Sachen, die Kinder leicht, also die Kinder gerne essen, also die kinderfreundlich sind, familienfreundlich. Dann haben wir uns auch, also ich und der Papa, einen Fisch bestellt, also zitroniger Fisch mit Kerbelsoße und wieder was die Kinder lieben werden, selbstgemachte Hähnchennuggets. Und das ist jetzt die Box für unsere Woche, die wir uns zusammengestellt haben. Und so könnt auch ihr das für euch nutzen, falls ihr eventuell auch viel zu tun habt, kaum Zeit habt, euch gesund und abwechslungsreich zu ernähren. Dann ist HelloFresh auf jeden Fall die Lösung. Und ich habe einen Rabattcode für euch, meine Lieben. Und zwar könnt ihr nämlich mit Hello Diamanta
bis zu 90 Euro auf eure ersten 4 HelloFresh-Boxen sparen, wenn ihr aus Deutschland und Österreich Neukunde seid. Obendrein gibt es nochmal für die erste Box kostenlosen Versand. Also nutzt es unbedingt aus, falls ihr HelloFresh selbst mal ausprobieren möchtet, euch abwechslungsreich und gesund zu ernähren. Dann ist das jetzt die Chance. Und ich zeige euch auch, wo ihr in der App den Rabattcode nämlich eingeben könnt. Und zwar seht ihr unten so die Übersicht, also Übersicht, mein Menü, Freunde, Verben, Nachrichten und ganz rechts steht Einstellungen. Und bei Einstellungen habt ihr dann so mehrere Punkte und da geht ihr einfach auf Gutscheine und Rabatte. Und hier könnt ihr dann den Gutscheincode eingeben, wie es jetzt in dem Fall wäre, Hello Diamanta und dann, voilà, Hello Diamanta und dann einfach auf Gutschein anwenden und schon ist er aktiviert, der Gutschein. Und wie gesagt, ihr bekommt dann immer bei jeder Box was abgezogen. Nutzt es unbedingt gerne aus. Ich habe euch den Gutscheincode hier reingeschrieben, aber auch unten in der Infobox ist er nochmal reingeschrieben und auch HelloFresh verlinkt. Also abchecken lohnt sich, in der Infobox reinklicken und viel Spaß beim HelloFresh ausprobieren, ihr Lieben. Hey, ihr Lieben, ihr seid bei mir jetzt im Garten, die Mama hat mir die Kamera... Genau, gegeben. Und ich bin alles reingestellt. Und das ist alles reingerutscht. Ich bin da mit Luisa und mit Philipp raus. Ja, Maus. Philipp macht mit dir. Oh, du bist aber fleißig, danke schön, aber auch kräftig. Ja, der Philipp ist stark. Wir sind noch ein bisschen im Garten, das Wetter war heute schön und dann haben wir gesagt, ja, wir gehen kurz in. Und ich habe vorher mit Alisa und mit Julia gespielt, mit Lara. Ja, und dann haben wir gesagt, wir gehen kurz in den Garten, ein paar Sachen wegzuräumen, denn. Ja, wir haben dieses Jahr nicht so viel Zeit für den Garten gehabt und dementsprechend sind die ganzen Blätter hier. Heute machen wir ein bisschen gemeinsam. Der Philipp ist auch draußen, versucht mir dabei zu unterstützen. Die Luisa auch. Super machst du das. Danke. Baba. Ja, bitte. Ja, das muss man auch wegmachen, oder? Oh. Hey ihr Lieben, wir sind im Auto unterwegs, wie ihr sehen könnt. Ich habe euch heute erzählt, dass wir heute eine Art Date Night haben. Ein Business Date Night. Der Patrick und die Michelle passen auf die Kleinen auf. Und wir sind mit unseren Jogen Sideline-Kollegen was essen. Wir haben nämlich morgen Event und wir haben das immer so. Bevor ein Praxis Day ist, haben wir immer Jogen Stone Club Dinner. Und ja, heute nehme ich meinen Geschäftspartner mit.
Ist er ein Mann? Ja, ich weiß, aber da stand nur, bitte nehmt euren Mann nicht mit, außer er ist euer Geschäftspartner. Ach so, hast du verstanden? Ja. Das ist Rassismus. Rassismus. Nein, ist, weil es ist so schwer. Menschentrennung. Weil das Stone Club ist so, schon so groß geworden, okay. Und früher waren wir wenig, waren es wenige und mittlerweile sind so viele. Und wenn ihr dann, also es ist so schwer, einen Tisch zu finden. Also ich habe dieses Lokal gefunden und reserviert und ihr wisst gar nicht, wie schwer das war, für 20 Leute einen Tisch zu reservieren in Wien. Und es gibt in Wien echt wirklich wunderschöne Lokale. Aber das, was ich gefunden habe, das ist auch sehr, sehr schön und ich freue mich heute drauf. Wir sind auf jeden Fall in Vienna, Beautiful City. Ihr seid jetzt gerade auf der Marienstraße. Nightlife. Nightlife, ja. Ich komme einfach in Englisch. Wow. Wie man sieht, ja? Nightlife. Wir sind jetzt hier und das ist meine. Sie ist bei mir im Team mit Joe und wir sind, also Joe, aus Joe, Fremde werden Freunde, oder? Sie ist auch Wassermann, sie ist crazy wie ich. Ja, genau. Auf jeden Fall den größten Spaß und ja, wir wollten euch mal alle zeigen. Also, mein Mann ist auch dabei, die restliche Gruppe. Ich war ja früher. Jeder ist beschäftigt. Ich würde mal winken für YouTube. Da fehlen aber noch zwei. Die Familie S-Punkt ist immer zu spät, oder wie? Aber wer kennt noch? Die sind mich verarschen. Was war? Sie kommt nicht und ich habe ihr Paket dabei. Wem gebe ich das mit? Sie hat was bestellt. Oh, Alter. Jeder kommt nicht. Jetzt ist es schon zu Hause angekommen. Ich habe meinen Kampfanzug schon angezogen. Ja, wir werden jetzt ins Bett gehen, auch vom Vlog verabschieden. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Der Philipp ruft mich, ich muss mich beeilen. Tschüss, bis nächstes Mal.